Willkommen zur Folge 18 von YouTubers Live. Wie versprochen, schauen wir jetzt, wie das hier ankommt. Und ich werde das Ganze auch gleich hypen, weil ich meine, es ist ein Exklusivdeal, ne? Ich hoffe, das kommt jetzt richtig gut an. So, und wir brauchen auch mal wieder hier Essen im Kühlschrank, denn wir brauchen auch eine neue Konsole. Wir brauchen ziemlich viele Dinge, aber Essen brauchen wir auch, weil ich kann ja nicht 100 Mal Wasser trinken. Das dauert zu lange. Das haben die insofern schon gut gemacht, dass man hier praktisch ja, sich öfter Essen kaufen sollte. So, jetzt machen wir den Wagen hier mal so richtig schön voll. Okay, $72, geht klar. Kaufen wir, bestellen. So, jetzt können wir uns nämlich hier auch einmal ordentlich den Bauch vollschlagen. Und das Video, ja gut, nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte für ein Exklusiv-Preview mehr erwartet. Aber mal gucken, wie sich das ergibt. Ist ja noch lange nicht fertig. So, jetzt erstmal eine Limo, jetzt ist das Ding wieder kaputt. Vielleicht sollten wir mal nach diesem Technikkurs suchen, von dem ich euch letzte Folge erzählt habe. Videoaufzeichnung, digitale Effekte, Tonbearbeitung, Computerwissen. Hier, das ist es wahrscheinlich. Machen wir das mal. Wir bezahlen jetzt zweimal Geld dafür. Wie viel kostet das Ding? Habe ich nicht drauf geachtet, 60 oder so, aber überlegt mal, wie oft unser Rechner kaputt geht und wir haben zwei davon und das spart dann natürlich ordentlich Geld. Und sie kann eigentlich eine Zeit, es ist so schade, dass sie nicht einkaufen kann, ne? Es wäre geil, wenn sie jetzt auch am Rechner was für uns bestellen könnte. Das ist natürlich ein Feature, das könnten die Entwickler irgendwann noch einbauen. Sie kann jetzt, hä? Achso, das ist das ganz neue Spiel. Ich habe das gerade mit dem hier verwechselt. Alles klar, dann kann sie ja mal ein Preview aufnehmen hier. Das kriegt sie bestimmt hin. So. Wie viel kostet sie im Moment? Oder wie viel bezahlen wir momentan überhaupt monatlich? 651. Okay, und wir kommen im Moment schon so auf 1000 monatlich, war der letzte Satz. Wie ihr jetzt gerade seht, trotz vollem Kühlschrank, ja, schon wieder 900 gerade, ne? Und der Monat ist gerade mal halb um. Wir haben einen Kurs absolviert, wir haben einen Kühlschrank gemacht. Wir hatten noch ein neues Spiel für 50 gekauft und trotzdem sind wir noch bei fast 900. Also es läuft gerade richtig gut finanziell. Natürlich, weil wir auch zusammenarbeiten, ne? Sie kostet halt ordentlich Geld und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass ihre 331, die wir monatlich zahlen, dass die sich auch rentieren. Wird sie eigentlich schneller mit der Zeit? Ich habe das Gefühl, sie wird ein bisschen schneller, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe nie auf die Uhrzeit geachtet, beziehungsweise auf die Stunden, die vergehen. Und ich finde, ich meine, Vlog ist nicht so unser Ding bis jetzt, ne? Wir könnten trotzdem mal gucken, ob wir doch irgendwo hingehen. Wir haben auch noch kein Kostüm. Ja, dann kaufe ich erstmal ein Kostüm überhaupt. Nintendo hat eine neue Konsole angekündigt, den 3DS. Alles klar. Wir haben unser noch nicht mal richtig ausgeschöpft, ey. Kurs abgeschlossen. So. Das ist schon mal schön. Und wir können jetzt eigentlich ja auch gleich vielleicht noch einen belegen, aber vorher mal eben essen. Oder ein Energy Drink. Die Dinger sind so lecker, ne? Aber so ungesund. Also auch in echt. Ich trinke die echt gerne. Ich versuche schon darauf zu achten, dass ich nicht jeden Tag einen trinke, weil das wahrscheinlich nicht so gesund ist. Ich trinke auch jeden Tag Eiskaffee. Ein oder zwei. Ein nach dem Aufstehen auf jeden Fall. Dann spiele ich immer gemütlich ein bisschen, bevor ich mich dann anderen Dingen widme. Das Ergebnis so. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, unter diese Folge schreiben, was ihr so für Laster habt. Das würde mich interessieren. Also Laster bedeutet, jetzt vor allem speziell auf Konsumverhalten. Was nehmt ihr jeden Tag zu euch? Kaffee, Tee, irgendeine bestimmte Getränksorte? Seid ihr kaugummisüchtig? Irgendwie sowas. Das könnt ihr gerne mal drunter schreiben. Das würde mich interessieren, was die Leute so für Interessen haben. Interessen, ja. Es ist eine Art von Interesse, aber das war nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte halt sagen, ja, ein Laster. Ich war gerade schon in Gedanken bei ihr, weil ich gerade gesehen habe, dass ihr Video in Anführungsstrichen nur 30% Interesse generiert. Davian meckert. So, ich wollte ein Kostüm einkaufen. Achso, jetzt, okay, alles klar, muss hoch. Dann gehen wir einmal kurz arbeiten. Dann können wir eine Zeit hier mal eben Schuhe putzen für $20. Und, ja, was könnte sie in der Zeit machen? Sie hat jetzt eine Runde gespielt. Sie könnte sich jetzt, hinsetzen und zu dem Spiel ein Review machen. Zack. So, ein Review. Auch das kriegt sie hin. Ich sollte demnächst mal wieder lustige Titel eingeben, oder? Für die Videos, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
So, was sagen die zu ihren Videos? Zweites angespielt Video vom gleichen Spiel. Wieso angespielt? Das war doch ein... Habe ich zweimal ein Preview gemacht? Scheiße. Okay, fuck. Das habe ich... Ja, das war tatsächlich ein Anfängerfehler. Das habe ich nicht mitbekommen. Kein Problem. Bringt trotzdem Geld. Ah, warte mal, das heißt aber, wenn sie jetzt ein Review macht, dann hat sie gar keine Ahnung vom Spiel, weil sie es nie gespielt hat. Ich ging ja davon aus, dass es ein Gameplay war. Scheiße, jetzt wird das Review auch voll verkacken. Aber wir sehen ja gleich erstmal, wie ihr Video ankommt, ne? Wenn das Interesse hoch genug ist, mal gucken. Was ist denn das? GSOS R2H, das ist diese neue Konsole, ne? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben hier oben, ist ja auch unser Rechner. Gehen wir nach oben. Ey. Können wir da mal eben shoppen gehen, während sie hier beschäftigt ist. Und Leute, wir sind schon wieder auf über 1000 Dollar am 19. November. Das freut mich riesig. So, mal gucken hier. Einkaufen. Neues Gaming-Video. Einkaufen. Ich werde übrigens, ihr habt es ja festgestellt, ich habe am Anfang immer zwei Folgen pro Tag hochgeladen. Jetzt im Moment lade ich eine pro Tag hoch. Ich denke, ich werde das mal wechseln. Manchmal eine, manchmal zwei. Ohne bestimmtes Muster, ohne irgendwas. Weil, zwei pro Tag ist schon ordentlich, was man spielen und nachbearbeiten und hochladen und betiteln und beschriften und so muss. Das ist schon einiges an Arbeit. Aber ich möchte euch auch gerne immer wieder mal zwei Folgen an einem Tag liefern. Aber eine ist ja auch ganz gut so im Moment. Es guckt ja auch nicht jeder jeden Tag, ne? Wenn man mal einen Tag nicht geguckt hat, sondern am nächsten Tag zwei da. Was natürlich nicht heißt, dass ihr nicht jeden Tag gucken sollt, ne? Also ihr seid herzlich willkommen, jeden Tag auf meinem Kanal reinzugucken. Ich habe ja auch noch schöne andere Spiele auf meinem Kanal. Also wenn euch mal... Das hole ich mal eben. Wenn euch mal langweilig ist, wenn ihr hier alle Folgen geguckt habt, dann fühlt euch frei, auch mal auf meinem Kanal euch in die anderen Projekte reinzugucken. Ihr müsst das ja auch nicht so komplett chronologisch angehen, wenn ich die Zeit habe. Aber ihr könnt ja auch mal so reinschauen, wenn ihr Bock habt. Ich habe zum Beispiel... Moment, Kostüme mal eben kurz... Wo findet man denn Kostüme oder muss ich hier sowas mitnehmen? Ach so, hier, Tatsache. Chefshut für Mann. Boah, wollen wir auf eine Kostümparty gehen? Ich weiß nicht. Halsketten. Gibt's hier mal was Neues, Cooles? Hier könnten sie sich irgendwas einfallen lassen, was man tragen kann. Außer dieser Bling-Bling-Kette hier aus Gold. Ist ein bisschen übertrieben. Schuhe. Schuhe, Schuhe. Neue Schuhe wären cool. Zum Beispiel die hier. Die sehen... Die sind auch, ups, die hier in blau, habe ich gerade so gescrollt. Ach, das geht auch, das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. So, die sind cool hier, grün, aber mein Oberteil ist orange, ne? Ich weiß nicht, aber vielleicht sehen die auch zu gepimpt aus. Aber wir können es einfach ausprobieren, was soll's. Wir haben das Geld, ne, wir machen es einfach mal. So, hier der Rest ist gleich geblieben, hier gibt es nichts Neues, nehme ich an. Aber wir sehen das ja mal, wenn wir ein Level aufsteigen. Achso, hier kann man sich ein ganzes Koch-Outfit zusammenbauen. Wenn wir die Chefmütze von hier nehmen, dieses Chef-Outfit und so, dann werden wir irgendwann ein Kochtyp sein. Ins Kino. Wer ist das? Sie? Ist das... Nee, das ist nicht... Ist das sie? Das ist sie, oder? Oder ist das, Elaine? Ich glaube, Elaine sieht ein bisschen ladylike, mehr ein bisschen nach Lady aus. Kino ja, aber vorher... Vorher essen, das mache ich jetzt. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal endlich relativ ausgeschlafen und nicht hungrig hin. Und dann können wir... dann können wir auch ein Interview machen. Und ein Vlog. So, jetzt gehen wir nämlich direkt ins Kino. Achso, die neuen Schuhe sind jetzt auch hier drin, ne? Die können wir uns gleich mal angucken hier. Ah, die sehen ein bisschen zu krass aus. Ein bisschen zu groß. Da sieht man aus wie so ein Disco-Assi oder so, der am Rand steht mit seiner goldenen Kette und seinem Playboy-Gürtel. Nee, das machen wir nicht. So, Party. Jetzt bin ich gespannt hier. Achso, das war nicht Party, das war Movie Night, ne? Aber die hatte so eine Vorher-Party. Und das hier ist doch jetzt, ja, Cheyenne, unsere Mitarbeiter, Level 11. Mitarbeiterin. Ach so, was ich euch zu meinen Projekten erzählen wollte. Ich habe auf dem Kanal, ich erzähle es einfach mal so nebenbei jetzt, haben wir die Zeit gerade. Ich habe Dungeon Nightmares, das war mein erstes, offiziell habe ich diesen Kanal jetzt 2012 gestartet. Da habe ich das Secret World Let's Played. Das waren
ein Online-Rollenspiel ein ziemlich geiles, eines der besten, was ich hier gespielt habe. Das habe ich damals irgendwie 5-6 Folgen Let's Play, dann habe ich mittendrin aufgehört, weil ich irgendwie nicht mehr so Lust hatte. Ich hatte damals auch noch einen anderen großen Kanal. Den habe ich immer noch, aber der war damals halt wesentlich aktiver. Und, ja, das, da habe ich ein paar Abonnenten bekommen, da habe ich den ganzen Kanal eingestellt. Und jetzt habe ich ihn ja wieder aufgenommen. Und da war mein erstes Let's Play dann eben Dungeon Nightmares. Das ist ein Horrorspiel, ein ziemlicher Schocker. Also eines der schlimmsten, was ich je gespielt habe, wo man wirklich so an jeder dritten Tür einen Herzinfarkt bekommt. Aber ziemlich geil. Abstrich war da mein Mikrofon. Ich habe mit meinem normalen Headset aufgenommen am Anfang. Da hatte ich halt nur mein normales Headset noch und nicht dieses super schöne Mikro, was ich jetzt habe. Das habe ich mir erst später bestellt. Es geht hier ganz schön langsam hoch gerade, ne? Aber gleich haben wir es. So, und ja, dann habe ich dieses Let's Play aufgenommen mit meinem normalen Mikrofon und auch mit einer wesentlich schlechteren Bildqualität als heute. Das war alles noch, ja, am Anfang. Sag mal, steigt das hier mal auf? Komm schon hier, das schafft ihr, diesen kleinen Schnipsel hier noch. Oder bleibt das jetzt hier hängen? Eigentlich nicht, oder? Naja, aber das Let's Play war trotzdem, meiner Meinung nach war das sehr cool. Also schönes Projekt, hat mir echt Spaß gemacht, hat vielen Leuten gefallen. Da habe ich auch meine erste größere Anzahl Abonnenten für den Kanal hier bekommen. Also groß in meinen Verhältnissen. Ihr wisst ja, dass ich 33 Monate habe, was aber auch schon ordentlich ist für so einen kleinen Kanal. Vor allem aktiv. Freut mich sehr. Hier ist wieder Kirsten. Die haben wir auf der letzten... Nee, haben wir gar nicht. Kirsten war die den Kontakt zu uns abgebrochen hat und die haben wir dann nicht gefunden in unserem... Und die ignoriert uns jetzt, weil die sich hier mit der da unterhält. Ja, dann nicht, dann gehe ich weg. So, wir können ja noch hier... Nee, wir können nicht mit... Wir können kein Interview machen, warum nicht? Kein Interview? Okay, können wir Vlog machen? Auch nicht. Warum das denn? Haben die was an den Talentbaum geändert? Ich guck mal eben. Review, Duel, Sprachgewand, erste Eindrücke, Unboxing, Freund der Publisher, Casual, abhängig. Ich muss mal eben gucken. Nö. Seltsam. Eigentlich müssten wir in der Lage sein, hier sowohl Interviews zu machen als auch Vlogs. Aber wir können gerade gar nichts machen. Ich schnack nochmal mit irgendwem. Vielleicht geht's später. Ja, also Dungeon Nightmares war ein ganz, ganz cooles Projekt. Hat mir echt Spaß gemacht. Kleiner Abstrich, wie gesagt, Bild- und Audioqualität, aber nicht so schlimm. Also es tut dem Spiel eigentlich gar keinen Abbruch, weil das ist sowieso sehr düster und so. Und durch die etwas schlechtere Audioqualität wirkt es so ein bisschen wie durch Funk oder so. Also es passt schon so, als würde man mir zugucken, wie ich in so einem richtig düsteren Dungeon, ja, alleine durchlaufen. Man wäre so per Funk verbunden, so stelle ich mir das vor. So, dann gehen wir hier auch direkt rüber zu Movie Night, weil hier können wir leider gerade nichts machen. Weder Vlog noch sonst was. Aber wir können gleich noch mit ihr weiterschnacken im anderen Saal. Das pusht ja unsere Beziehung zueinander. Das ist ja der ganze Sinn so einer. Ah, der Türsteher. Ach, riecht ihr diesen Dosenduft? Ach, Dosen sage ich jetzt. Den Rosenduft meine ich natürlich, nicht den Dosen. Wenn er das gehört hat, dann wird er beim nächsten Mal wieder unfreundlich sein. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. So, setz mal ganz vorne hier, zack. Oh, ich wollte noch weiter vorne. Hallo, ich bin im Kino. Lass mich mal ein bisschen Real Life haben hier. So, was ist das hier eigentlich? Was ist hier? Achso, hat sie ein Level abgemacht? Oder ist es, weil sie da in der Wohnung das Video fertiggestellt hat? Na, das werden wir nachher feststellen. So, redet ihr mal bitte. Ich habe auch festgestellt, dass es hier reicht, einmal reden, Auftrag zu geben. Danach braucht man nichts mehr zu machen. Das hält hier im Kino ewig. Ich wundere mich nur, dass, ich wundere mich, dass das hier jetzt gerade nicht steigt. Finde ich ein bisschen komisch. Aber gut, vielleicht auch, weil sie Mitarbeiterin ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mal gesagt, dass man mit der eigenen Verlobten oder Verheirateten keine Videos machen kann oder sie nicht einstellen kann. Und es könnte natürlich rückwirkend bedeuten, dass jemand, der angestellt ist, nicht jemand werden kann, mit dem man verlobt ist. Deswegen kann es sein, dass wir mit ihr keine bessere Beziehung aufbauen können als ein Arbeitsverhältnis. Wäre jetzt meine Theorie. Vielleicht ist es auch nur ein Bug. Wer weiß, wir werden es herausfinden. Ja, ansonsten auf meinem Kanal habe ich Between Me and the Night, ein schönes kleines Indie-Spiel, 2D von der Seite, sehr atmosphärisch. Meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, am Anfang etwas vielversprechender, als es letzten Endes ist. Also es ist nicht die große Offenbarung, es ist nicht das Meisterwerk, es hat auch nicht die Hammer-Story, sondern es lässt einen eher mit einem Fragezeichen über dem Kopf zurück. Aber es hat seine sehr schönen Momente, es ist sehr atmosphärisch, es regt zum Nachdenken an teilweise und hat ein Ende, über das man sehr viel philosophieren könnte.
Dann habe ich natürlich Soma, mein größtes Projekt bis jetzt. 24%, okay, egal, schicken wir ab, weil ist ja schon fertig. So, was ist das jetzt hier? Das ist so ein neues Spiel, was ich bestellt habe, das können wir auch gleich machen. So, ein Unboxing-Video. Oh, wir haben hier über 1000 Dollar, das ist so geil. Ja, Soma. Ich weiß nicht, die meisten von euch dürften Soma kennen. Das ist ein Spiel von den Amnesia-Machern. Und, ja gut, dann warten wir, bis es hier fertig ist. Gehe ich so lange arbeiten. Ja, von den Amnesia-Machern. Und, hat die da noch ein Video? Warum? Oh, mach ich gleich, wenn ich nach Hause komme. Und es ist ein Horrorspiel, was, in unserer Zeit anfängt, aber dann passiert etwas und man wacht praktisch an einem anderen Ort auf. Man weiß nicht, in welcher Zeit man sich befindet, man weiß nicht, wo man ist und was passiert ist. Jawohl, Nikosoft für die Z-Box, die haben wir leider nicht. Jetzt geht sie gerade raus, wo ich ihr Dings abfragen wollte, na toll. Ja, und in dem Spiel wacht man halt an diesem anderen Ort dann auf und findet sich praktisch auf einmal in einem ganz seltsamen Ort wieder. Ich verrate jetzt auch nicht, wo und was es ist und so, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gruseliger Ort und man stellt auch fest, dass man nicht alleine unterwegs ist. Es gibt Monster, die allerdings ja nicht so häufig auftreten, aber wenn sie auftreten, wirklich extrem unheimlich sind. Wirklich sehr, sehr scary und es ist auf jeden Fall eine extrem geile Story und ein Wahnsinns-Setting. Also Soma war auch wirklich ein klasse Spiel. Und ansonsten habe ich natürlich noch mein The Panic Room Schrott Special, eine einzige Episode, 25 Minuten oder so. Ist in meiner Playlist unter Schrott gelistet. Da habe ich mich ein bisschen über ein nicht so tolles Spiel lustig gemacht. So, ich kann sie jetzt nicht ansprechen. Was ist das hier? Unboxing, Nachbearbeitung, alles klar. Du startest die Aufnahme, zack. Ach ja, klar, wir haben das Unboxing schon gemacht, da hinten. Und jetzt müssen wir es bearbeiten, alles klar. Okay. Ja, und sonst habe ich natürlich noch Life is Strange. Life is Strange dürften die meisten von euch auch kennen. Ist ein sehr story-driven Spiel. Fast schon wie ein interaktiver Film, vergleichbar mit Spielen wie Fahrenheit, Heavy Rain oder Beyond Two Souls, falls euch das was sagt. Das heißt, der Spieler erlebt einen interaktiven Film, wo er Entscheidungen treffen darf oder sogar muss und diese Entscheidungen werden Konsequenzen auf den Spielverlauf haben. Und ja, ich habe mit Absicht die falsche Karte ausgewählt, denn ich will immer noch keine Copyright-Probleme bekommen. Die kosten ja mal so 200 Dollar das letzte Mal fast, 170. Ich erinnere mich an diesen schmerzhaften Preis. Und ja, Life is Strange ist ein wundervolles Spiel. Also es ist so liebevoll gemacht. Ich habe wirklich selten, muss ja mich hier gucken, was hier abgeht. Ich habe wirklich selten so ein liebevolles Spiel gespielt, was wirklich so klasse gemacht war. Und es ist für alle, die gerne sich einfach mal zurücklehnen, eine schöne Story erleben, schöne Musik hören und so eine Art Film gucken, der aber dann kommentiert wird, wo auch ein Spieler Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen eben auf ihn zurückfallen. Es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Hat mich atmosphärisch richtig mitgerissen und das hier reißt unsere Zuschauer bald mit, weil wie ihr gesehen habt, 98% Interesse, das ist sehr hoch. Ah, Bücherwurm Achievement bekommen. Ein Level up, wir haben 6 neue Kleidungsstücke, 3 neue Dekorationsgegenstände, da haben wir auch schon lange nicht mehr reingeguckt, das könnten wir mal machen. Glühlampen erhöht und ein Talentpunkt, das Allerwichtigste, denn wir können jetzt freischalten. Entweder Rabatt auf Konsolen und Videospiele oder 6% mehr auf Gemeinschaftsprojekte. Die sind gerade buggy, deswegen würde ich das nicht so gerne skillen. Und Rabatt auf Spiele, naja, bei einem 60-Euro-Spiel wären das 6 Dollar. Ich glaube, das macht in unserem Bereich jetzt keinen Unterschied mehr. Dann, was kommt hier? Mal gucken. Gaststar, besorge dir ein paar Abonnenten oder Freunde, die mit dir zusammen ein Video aufnehmen. Ja, das klingt interessant. Aber da müssen wir halt erstmal das hier machen und das ist, wie gesagt, buggy im Moment, glaube ich. Und okay, die generieren mehr Likes, das ist auch eine schöne Nische. Gehen wir mal hier oben lang erstmal noch. So, und was ist das jetzt hier bei ihr? Was hat sie denn da für ein Zeichen? Achso, hier. Ah. Also, das Review von ihr haben wir doch schon abgeschickt, oder nicht? Da meinte ich doch, nur 24%, egal, da habe ich doch hier drauf gedrückt, oder? Oder was passiert hier? Nur jetzt geht's, okay. Sehr seltsam.
Oh, 1200 Dollar fast, Leute. Ich drehe gleich durch. Kann ich jetzt selbst reparieren? Oh, wie geil. Schaut euch das an. Jetzt gehen wir hoch und reparieren unseren Computer. Unser Kurs hat sich gelohnt. Ja, zu Life is Strange noch mal ein paar Worte. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, das Spiel ist wirklich sehr, sehr leidenschaftlich gemacht. Also man merkt so diese Detailverliebtheit der Entwickler an jeder Ecke und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, dieses Spiel einfach authentisch wirken zu lassen. Und man muss aber, na, was heißt man muss nicht. Ich lese sehr, sehr viel in dem Let's Play vor. Es gibt sehr viele Tagebucheinträge, die ich vorlese, wo ich mir aber natürlich Mühe gebe, das cool vorzulösen. Ich habe das Lösen hier gerade gelesen. Wieso ist hier denn Copyright? Ich habe da doch gar nichts reingekommen. Gepackt. Ich habe da doch kein Copyright genommen. Was passiert, wenn wir das ignorieren? Oder bekommst keine Einnahmen durch deine Videos? Oh, was für Arschlöcher. Ich habe da doch gar nichts genommen. Ich habe da extra was anderes angeklickt. Naja, okay. Kurs fortsetzen. Was machen wir hier? Ich möchte hier nochmal... Ich weiß auch nicht, was das hier... wo das im Endeffekt hingeht, die 8 Nachbearbeitung. Haben wir die automatisch jedes Mal, wenn wir dann Nachbearbeitung machen? Oder... 200 Dollar. 5 Tage. Boah. Sound. Machen wir nochmal Sound hier. Zack. Ja. Und ja, man muss natürlich sich das Gelese bei Life is Strange nicht anhören, wenn man nicht möchte. Man kann auch einfach vorspulen, weil die Folgen sind jetzt ja schon draußen. Wenn es live läuft und man guckt jeden Abend, dann ist natürlich für die, die nicht so gerne sich viel Angelesenes hören, nicht so cool, wenn sie dann den ganzen Abend da eine einzige Folge nur haben und die wird halt nur gelesen. Aber jetzt, wo die erste Episode komplett im Kasten ist, ich glaube mit 12 Folgen oder 11 Folgen, kann man natürlich einfach überspringen oder vorspulen, wenn man... ja, keinen Bock mehr hat, aber natürlich sind die Tagebucheinträge extrem wichtig, weil sie sehr viel Hintergrundinformationen. Ich bewerbe das mal eben. Sehr viel Hintergrundinformationen, bieten, die es ermöglichen, das Spiel viel besser zu verstehen und viel besser zu wissen, was da eigentlich vorgeht und wie sich die Protagonistin fühlt und warum sie so fühlt und so. So, wir haben jetzt hier kein aktuelles Spiel mehr. Ich glaube, hier noch das 100. Video von Primal Army House. Das war sogar ein Review, glaube ich, ne? Das wird die Leute, glaube ich, nicht mehr so schocken. Was war das hier? Unboxing. Nur ein Unboxing? Kein Spiel? Gar nichts? Warte mal, dann... Hä, wieso einkaufen? Achso, Spiel wählen. Und dann nehmen wir das hier und dann lassen wir sie doch tatsächlich ein Gameplay machen. Ja, ich muss ja erstmal sie auswählen. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, Gameplay. Wenn das jetzt nur ein Unboxing war, dann habe ich ja wohl noch kein Gameplay dazu gemacht. Ich bekomme das hier schon ein bisschen durcheinander bei all den Sachen, die ich machen muss. So, 780 Dollar. Monat ist fast vorbei, aber wir kommen gut über die Runden. Wie viel müssen wir zahlen? Okay, das ist ziemlich knapp. Da kommen nur 80 Dollar raus. Als nächstes gehe ich schlafen nach diesem Kurs. Oder ich gehe vorher schlafen, studiere dann weiter. Weil dann, dann ist erstens sie schon mit dem Video fertig, wahrscheinlich, oder näher am Fertigsein, dann sind wir näher am Hochladen. Das heißt, Zeit wird effizienter genutzt. Und vielleicht lernen wir besser, wenn wir ausgeschlafen sind. Das ja, würde Sinn machen. Zeigt sich hier zwar nicht irgendwie jetzt deutlich, oh, das spielt hier schon über 300 ein. Das ist ja schön. Ja, guck mal, wenn jetzt wird da gleich die Miete abgezogen, aber es kommen dann gleich wieder fast 400 rein durch das Video. Wow. Und sie macht ja ein Gameplay zu dem Ding, also der Titel ist angesagt im Moment. Und der hat uns 32.000 Abonnenten gebracht. Vergleich das mal. Das andere hat uns 400 gebracht. Dall lädt ein zu einer Veranstaltung. Ja, die sind nicht spannend, aber wir gehen dahin. Corporate BMX. Gibt uns EP. Also nehmen wir das mit, ne? Ja, ich würde sagen, Leute, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten Folge besuchen wir gleich zwei Veranstaltungen von Nintendo. Für den DS den haben wir sogar. Und von daher PC, dann laden wir ihr Video hoch, machen mit Primal Army House nochmal richtig Umsatz. Und ich glaube, aber ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche in der nächsten Folge mit euch in das Luxus-Apartment umzuziehen. Aber ich kann es nicht versprechen. Ich gucke, wie unsere Finanzen stehen. Wird wahrscheinlich gegen Mitte, Ende der Folge sein, aber wir schauen mal. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge.